Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goblins. Da ist mal eine schlechte Nachricht. In den Codes, die man bekommt beim Levelübergang, ist offensichtlich auch die Anzahl der Lebenspunkte kodiert. Und ja, nach dem quasi Code eingeben hatten wir wieder genauso wenig Lebenspunkte wie vorher auch. Das ist ein bisschen erschreckend. Aber ich habe das dann wieder so gemacht, wie wir das gemacht hatten und bin sogar schon ein Schrittchen weitergekommen. Ich bin total stolz auf mich. Und zwar habe ich dann verzweifelt rumprobiert und dann habe ich Magie mit Huta auf die Spinne gemacht, die wir ja da unten aufs Kissen betten wollten, genauso wie da oben die Spinne aufs Kissen gebettet war. Er hat aber nur ein bisschen Britzelbratzel gemacht und dann hat die Spinne eine Flasche verloren. Wir packen jetzt die Flasche mal ein. Und schauen, was wir mit der dann machen, weil wir müssen sie offensichtlich haben. Ach, das war jetzt die Flasche, die wir eigentlich gebraucht haben. Auch wenn sie anders aussieht. Okay, Spiel, wir nehmen das zur Kenntnis. Er hat irgendwie auch das Kopfkissen eingepackt, dann soll er das haben. Und schreiben den Code auf und gehen ins nächste Level. Jetzt wird das Kissen wieder hingelegt. Nimm das Kissen mal mit. Wir haben jetzt auf jeden Fall unseren Code. DWLBEBQ. So. Das Kissen sollen wir scheinbar nicht mitnehmen. Oder haben wir jetzt was gebuggt? Ja, Spiel piept nicht an uns. Wir machen, was wir können. Wir kennen das Spiel nicht. So, wir haben eine hübsche Vogelscheuche. Da oben ist ein sehr auffälliges Säckchen. Wir haben eine Leiter. Und ein Beet. Okay, können wir das Säckchen da oben nehmen, wenn wir auf die Leiter steigen? Kannst du das da nehmen? Nee, kann er nicht. Na gut, dann gehen wir außen rum. Wobei, es gibt hier so einen verdächtigen Absatz von dem Ast zum Säckchen. Oder vielleicht halluziniere ich auch nur. Nimm mal bitte den Sack. Irgendwie klar. Und wir verlieren den. Ja, wir haben den 2 Punkte verloren. Sehr schön. Man sollte sich auf seine weibliche Intuition verlassen. Wow. Mhm. Herr Klettermaxer, du kannst mit Sicherheit auch hier den Stamm hoch, oder? Oder? Nee, kann er nicht. Okay, aber dafür ist er den Zaun hochgeklettert. Mhm. Okay, wie kommen wir jetzt an das Säckchen? Wenn wir... Kannst du mal da hoch und vielleicht das Säckchen da runter kloppen? Kommst du so weit? Nee, so weit kommt er nicht. Ein Schrittchen vor. Dann kloppen. Geht er wieder einen Schritt zurück. Ah, ja, nee. So war das nicht geplant. Ja, wir arbeiten an unserem nächsten Game Over. Dann versuchen wir es mal mit Magie. Für das Säckchen ran. Ja. Ja, wer hätte es erwartet? Ich nicht. Wo ist denn unser anderer Kollege? Der steht da hinten dran, ne? So, dann solltest du das jetzt einsammeln können.
Dann sehen wir, was das für ein Säckchen ist und dann überlegen wir, was wir weiter tun. Mit unseren wenigen nehmen. Das sind Samen. Samen klingt nach Feld. Also runter Feld. Irgendwas müssen wir züchten. So, benutze mal die Samen hier. Nein, geht weg da. Weg da. Mach du mal bitte hauen Vögel. Macht er nicht. Hä, was hast denn du jetzt eingesammelt? Gar nichts. Nein, du da. Er schlägt keine Vögel. Vogelscheuche, könntest du mal bitte was tun? Schlag mal bitte die... Du da, schlag mal bitte die Vogelscheuche. Okay, dann hauen die Vögel ab. Okay, da wird ein Schuh draus. Dann mal bitte nochmal neu einsehen. Und dann Vögel verscheuchen. So, ich bin bereit. Aber eigentlich muss man ja gießen, wenn man neu eingesät hat, ne? Ich habe zwar keinen grünen Daumen, aber das weiß ich. Kommen die Vögel jetzt wieder oder wäre jetzt unsere Ruhe? Hey, komm wieder. Moment mal, da ist so ein langer Ast. Kannst du Regenmagie machen? Ja, kann er. Okay. Das hat Funst. Dann sind wir hier wieder bereit, um Vögel zu verscheuchen. Oh, hinter uns ist, glaube ich, was gewachsen. Sind wir jetzt safe? Ich glaube, ja. Geh du mal rüber. Irgendwas mit Totenschädel. Kannst du das mal bitte nehmen? Falscher Charakter. Nimm mal. Nee, nicht die Samen. Mann. Leg die mal dahin. So, und dann nimmst du mal bitte. Das kann er nicht nehmen. Aber wir brauchen... Schaut mal, das sieht so aus wie dieses Reagenz. Muss man das vielleicht zuerst mal auszupfen? Herr der rohen Gewalt? Nicht die Vogelscheuche, die Pflanze. Nee, das bringt nichts. Okay, dann nochmal versuchen aufheben. Dann machen wir Magie. Komm du mal wieder darunter. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir müssen die Pflanze haben. Kannst du die vielleicht wieder schweben lassen und wir sie dann mitnehmen oder so? Wie auch immer. Mach mal Purzel. Nein. So. Himmel, so war das nicht gemeint. Aber okay, wir haben wieder eine Katastrophe gesehen. Geh du mal darüber. Du kommst hier hin. Und machst bitte Magie. Nicht auf die Vogelscheuche. Mann. Ihr macht mich doch wahnsinnig. Ja. Gib mir mal 3 Sekunden. Ich mach das Ganze wieder. Und dann schauen wir, ob wir irgendwie weiterkommen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe alles wieder so gemacht, wie wir das hatten. Und nach 100 Klicks von unserem Train konnte ich endlich die Pflanze einsammeln. Die ist dann hier unten auch erschienen mit Gepiepe, so wie wir das kennen. Und dann kam der Magier wieder. So, und er wollte ja die Zutaten haben, wobei wir diese Voodoo-Puppe noch nicht haben. Aber ja, wir schauen mal, dass wir ihm das irgendwie geben können.
Ah ja, okay, so geht es. Ja, das Elixier. Den Pilz. Und die Pflanze. Das nenne ich mal keinen Umgang. Der arme Train. Okay, neuer Code. So, ist notiert. Kommt wieder der Sprecher. Vielen Dank, ihr kleinen Erdgeister. Ein Zauber hinderte mich, die Schätze selber zu holen. Alles in allem wart ihr meine große Hilfe. Daher behalte ich euch auf in den Gacker. Oh. Ich dachte, der wäre auf unserer Seite. Mhm. Okay, wir sind in irgendeinem Kerker. Umsehen. Also hier ist irgendwas, was raussticht. Da ist ein ziemlich roter Knopf. Das Skelett sieht beweglich aus und hier haben wir eine Tasse oder irgendwas. Oder eine Kanne. Okay, dann fangen wir mal an einzusammeln. Beziehungsweise durch Einsammeln zu erfahren, was das überhaupt ist. So, wir haben eine Vase. Okay, dann liegt die Vase mal hier hin. Dann haben wir die schon mal im Kopf. Und was ist das? Das möchte er nicht nehmen. Das könnte auch eine Klapperschlange sein, so wie das dort liegt. Dann holen wir mal Magie. Machen wir Pritzelpratzel auf was auch immer das ist. Es ist eine Schlange. Wir haben uns erschreckt. Ich bin ja gegen Gewalt, gegen Schlangen, aber hau mal rauf. Nee, das war's auch nicht. Dann machen wir Dinge. So, was machen wir mit einer Vase, mit einer Klapperschlange und einem Knopf? Skelett. Skelett ruft nach Magie, oder? Ah, Pritzelbratzel. Junge, du hast deinen Knochen verloren. Okay, alles klar. Dwayne? Nochmal bitte das Knöchelchen. So. Obwohl, die Knöpfe drücken muss. Nee, nimm den mit. Was? Nee! Junge! Nimm mal bitte wieder den Knochen. Wow. Weil ich ihn jetzt auf der Leiter angeklickt habe? Oder was war das jetzt? Oh Mann. Ich bin gleich schon wieder tot. Nimm mal bitte den Knochen. Ach, der kann die Leiter nicht ganz hoch. Warum auch immer. Okay. Again. Gut, dann mach nochmal Pritzelbratzel auf das Skelett. Pritzelbratzel. So, dann haben wir einen Knochen da liegen. Den lassen wir auch zuerst mal liegen. Dann schauen wir, ob unser Klettermaxe dort hochkommt und mal den Knopf drücken kann. Damit wir sehen, was das bringt. Okay, sogar unser Klettermaxe kommt da nicht hoch. Dann müssen wir Knochen oder Vase mit der Schlange verwenden. Ja, machen wir mal.
Das ist kein Knochen, das ist ein Knoken. Okay. Kannst du mal den Knoken mit der Schlange benutzen? Wieso hat er sich den Knoken selber auf den Schädel geklopft? Okay, lassen wir mal so stehen. Dann leg den Knoken mal bitte ab. Und nimm mal bitte die Vase. Dann benutzen wir die Vase mit der Schlange. Und schauen, ob dann irgendwas passiert. Er haut sich den Knoken selber aufs Hirn. War da eine Spinne drin oder was? Wow, okay, läuft richtig. Wir haben eine Vase und... Na gut, vielleicht mal Magie machen auf die Dinge, die wir gefunden haben. Das ist dann die nächste Lösungsmöglichkeit. Mach mal Magie auf den Knoken. Ah, Flöte! Schlangenbeschwörer, dann soll es wahrscheinlich eine Kobra sein und keine Klapperschlange. Alles klar. So, du hast ja schon mal dein musikalisches Talent mit der Tröte bewiesen. Dann mach mal die Flöte mit der Schlange. Mhm, okay. Dann kannst du da bestimmt hochklettern. Ja, kann er. So. Dann drück du mal bitte den Knopf. Und Twain hat irgendwas abbekommen. Okay, machen wir nochmal. Also, du Magie auf Skelett, damit wir einen Knoten bekommen. So, dann holen wir das nächste Mal Twain da weg. Alles klar, check. So, Magie auf Knoten. So, dann nimmst du bitte die Flöte. Und benutzt selbige auf Kobra. Oder gehst du erstmal runter? Nee, nicht ablegen. Runtergehen. So, und jetzt Flöte auf Kobra. Tülü. Sehr schön. So, dann nehmen wir dich aus der Schusslinie. Und dann nehmen wir dich und gehen Kobra hoch. So, Kobra. Nee, nicht hauen. Hochgehen. Wow. So, und dann drückst du wieder den Knopf. Diesmal steht keiner drunter. Das war nicht so erfolgreich. Es trifft auch immer Twain. Sorry, mein Junge. Können wir hier oben noch irgendwo weitergehen? Kannst du hier irgendwie dem Ding da Gewalt antun? Ich habe noch keine Ahnung, was wir mit der Vase sollen. Wir kommen auch aktuell mit keinem der anderen Charaktere überhaupt da hoch. Oder mal der Treppe Gewalt antun. Nee, dann fällt er wieder runter. Wow. Okay. So, dann machen wir mal Magie auf Vase. So, machen wir Magie auf Vase. Das war keine gute Idee. So, was machen wir mit einer Vase? Also wir können mit Bobo nur alleine dort oben. Also irgendwie müssen wir vielleicht die anderen hochbekommen, weil die können da nicht hochkraxeln. Die können nur Leitern und so. So.
Haben wir mit dem Skelett noch irgendwas zu tun? Mach du bitte mal nochmal Magie auf das Skelett, ob wir dann noch einen Knoten bekommen. Nee, das war ein bisschen daneben. Nee, scheinbar möchte das nicht mehr. Zur Magie auf Vase hatten wir auch probiert. Was passiert, wenn wir hohe Gewalt auf die Vase anwenden? Sind wir wieder Game Over, weil da wieder ein Vieh rauskommt. Können wir mit dem Vieh im Vordergrund irgendwas machen? Versuchen wir das zuerst mal. Weil die Vase macht zuerst mal noch gar keinen Sinn. Also da haben wir halt auch so einen Felsvorsprung. Das ist eventuell nur Deko. Da kommt halt einfach nur ein Felsen runter. Moment mal, wenn... Wir versuchen mal, was passiert, wenn Twain auch hier oben steht. Wenn mal hier das Brett, das ist auch so ein bisschen... Ah, wenn wir vielleicht einen auf das Brett stellen, weil das ist auch so ein bisschen abgesetzt von der Grafik her. Bisher hat sie immer Twain getroffen. Okay, dann machen wir das nochmal. Wir brauchen den Knoken. Machen wir nochmal Magie auf Skelett. So, Skelett gibt uns einen Knoken. Du nimmst bitte den Knoken. Nee, du nimmst nicht den Knoken. Ich verwirrt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. So, du machst Magie auf Knoken. Dann nimmst du die Flöte. Die ist mit deiner Flöte dann runter. Benutzt die Flöte auf Schlange. So, dann räumen wir Twain auf dieses besonders aussehende Brett. Stehst du da jetzt so richtig? Ja, schauen wir mal. So, dann gehst du bitte zur Schlange. Gehst an der Schlange hoch und drückst auf den Knopf. So, benutzt den Knopf. Jetzt hat er nur Leben verloren, aber es ist nichts von oben runtergekommen. Moment mal, kannst du Magie auf das Brett anwenden? Oder wenn wir hier mit mehreren draufstehen? Nie aufs Brett, nicht irgendwo in die Walachei. Nee, das macht er irgendwie nicht. Irgendwas hat's mit dem Brett auf sich. Wenn wir alle drei auf dem Brett stehen, vielleicht bricht's dann. Komm du mal bitte wieder runter. Bitte ohne, danke, ohne dir das Genick zu brechen. Oder kannst du Gewalt gegen das Brett vielleicht von unten? Also irgendwas hat's noch mit dem Brett auf sich. Also wenn hier keiner steht, der sich treffen lässt, dann tut er sich selbst weh. Also auf irgendeine Art und Weise verlieren wir Energie, wenn wir auf den Knopf drücken. Aber die Vase passt noch gar nicht irgendwie. Vielleicht müssen wir die Vase zerschmettern. Vielleicht müssen wir da einfach ein bisschen Energie verlieren. Geh du mal bitte wieder da hoch. Und dann stellen wir Twain mit der Vase unten hin. Und hoffen, dass das sinnvoll ist. So, geh du dahin. So, dann brauche ich dich da.
Du nimmst mal bitte die Vase. Stellst die Vase hierher. Und bleibst in der Vase stehen. Und dann drückst du den Knopf. Schaffe ich es, Trainer derzeit wegzubewegen? Das versuchen wir jetzt mal noch. So, du, Knopf, Train. Nee, das schaffe ich nicht. Ja, Train, ich kann verstehen, dass du Bobo jetzt hast, aber irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Ich bin ziemlich lost und ich versuche die ganze Zeit nicht an unsere Lebenspunkte zu denken, weil irgendwie muss man ja weiterkommen und dafür muss man halt einfach probieren. Weil das sind ja keine Rätsel, die jetzt logisch sind. Also nicht so wirklich. Weil woher soll man wissen, wenn man zum Beispiel auf eine Vase Verwandlungszauber macht, dass da einfach nur eine Spinne rauskommt, aus einem Knochen wird aber eine Flöte. Man früher aus Knochen auch Flöten gemacht hat. Also irgendwie scheinen die Verwandlungssachen schon irgendwie eine weite Verwandtschaft mit dem zu haben, was sie vorher waren. Aber auch so eine Vase könnte halt zu irgendwas werden. Na gut, ich schicke euch mal in die Pause. Lad mal wieder den Code neu. Und keine Ahnung, mach mir Gedanken. Bis gleich.